Hallo ihr Hübschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Tanja und heute reden wir mal wieder über Bücher. Und zwar mache ich heute etwas, was auf BookTube eine Weile schon rumgeistert, nämlich ich lese Ein-Sterne-Rezension meiner Lieblingsbücher. Ich habe mich ein bisschen davor gescheut, das zu machen, obwohl ich es eigentlich echt gerne gucke. Aber ich neige ja so zum Ausrasten und zum Leute kritisieren. Und ich weiß nicht, wie das hier enden wird. Mal gucken, ob ich mich jetzt sehr, sehr unbeliebt mache. gefällt euch dieses Format? Habt ihr das schon bei anderen Leuten geguckt? Also ich finde das unwahrscheinlich lustig. Und mal gucken, was die Leute im Internet so schreiben. Also ich habe mir jetzt hier als Plattform für Rezensionen tatsächlich Amazon ausgesucht, weil da halt auch im Gegensatz zu Lovely Books und Goodreads halt der Otto Normalverbraucher so eine Rezension schreibt. Auch mal eine kürzere Rezension. Und ja, ich stelle mir das ganz lustig vor. Als erstes fangen wir mit einem Buch an. Mit The Secret Book Club, ein fast perfekter Liebesroman von Lissa K. Adams. Ich glaube, der kam letztes Jahr raus und ich fand das Buch unwahrscheinlich gut. Es geht hier um, wie hieß er? Gavin. Um Gavin, der ist Profi-Baseballspieler und seine Frau hat ihn verlassen. Und ja, das hat halt einen ja, bestimmten Grund, der eigentlich ganz schön krass ist. Und um sie wieder zurückzukriegen, schließt Gavin sich jetzt einem Männerbuchclub an, wo verschiedene Jungs Liebesromane lesen, um Frauen besser zu verstehen. Und ja, dann möchte er sich mit seiner Ex wieder zusammenraufen. Ich fand das Buch unwahrscheinlich lustig, zuckersüß und mir hat vor allem gefallen, dass die Figuren ein bisschen älter waren. Ja, und mal gucken, was die Leute im Internet dazu sagen. Hält nicht, was es verspricht. Der Roman hält nicht, was der lustige Klappentext verspricht. Wer eine fröhliche Männerrunde beim Lesen von Liebesromanen mit tapsigen Versuchen, ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen, erwartet, wird enttäuscht. Nein, verstehe ich nicht. Also ja, es ist nicht so, wie man sich auf den ersten Blick denkt. Denn es geht tatsächlich, es ist jetzt nicht so, dass die Jungs vom Buchclub sich da jede Woche treffen und dann im Stuhlkreis sitzen und darüber philosophieren, was sie da gelesen haben. Aber der Buchclub spielt trotzdem eine Rolle. Und die Männerrunde ist auch durchaus fröhlich. Also die waren sehr, sehr witzig und lustig. Ist witzig und lustig, das ist ja auch egal. Ja, also ich fand, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Beide amerikanische Protagonisten bleiben blass, unnahbar und völlig an der Oberfläche. Erstmal amerikanische Protagonisten. Ja, ist eine amerikanische Autorin. Also sind es für gewöhnlich auch amerikanische Protagonisten. Verstehe jetzt nicht, warum man das extra dazu erwähnen muss. Und unnahbar und völlig an der Oberfläche. Weiß nicht. Also ist jetzt nicht das tiefgründigste Buch. Aber es ist halt so ein leichter, süßer Liebesroman. Also, ich verstehe jetzt nicht, was die Person erwartet hat. Das klingt ja, also es klingt halt so richtig abwertend. Es macht keinen Spaß, dieses Buch zu lesen. Es ist langweilig und belanglos. Also, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe das Ding inhaliert. Ich fand es super lustig. Also, vor allem belanglos, ja, komm, ist Chicklit und alles aus diesem Genre, aus diesem Liebesroman-Genre ist doch fast alles so ein bisschen belanglos. Es ist halt Unterhaltungsliteratur. Also, ganz ehrlich, was erwartet die Person denn? Hä? Also, naja. Finde ich ein bisschen affig. Also, die scheint ja wirklich überhaupt nichts vom Hocker hier gerissen zu haben und dann ein Stern, also so schlecht. Ich verstehe nicht, was man an dem Buch halt so schlecht finden kann, dass man einen Stern gibt. Naja, lesen wir mal die nächste Rezension. Hier ist noch eine. Einseitige Schuldzuweisung. Die Grundidee hat mir gefallen, als ich die Beschreibung gelesen habe. Ich bin aber über die Leseprobe nicht hinausgekommen.
Warum schreibt man dann überhaupt eine Rezension, wenn man nur die Leseprobe gelesen hat? Naja. Die Ehe scheitert, weil sie über Jahre den Mund nicht aufbekommt und er keine Gedanken lesen kann. Und dann ist er alleine schuld? Zu einer Ehe gehören zwei Personen. Diese müssen miteinander reden und auch mal auf den anderen eingehen. Wenn es Probleme gibt, müssen beide daran arbeiten. Ja, das kann ich nachvollziehen. Es ist hier wirklich so, dass Thea ihm etwas verschweigt und es dann so ein bisschen plötzlich rauskommt. Also ich an seiner Stelle wäre auch extrem angepisst gewesen, wenn ich das erfahren hätte. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, was sie ihm vorenthalten hat. Also es war kein Fremdgehen oder so. Es ist schon etwas, was die beiden betrifft. Und ja, aber da jetzt, ich weiß halt nicht, ja, man kann das schon irgendwie bemängeln, aber macht das Buch jetzt so schlecht? Ich weiß nicht. Aber heutzutage ist ja immer die Frau das Opfer und der Mann ist schuld. Leider ist für mich der Feminismus da etwas übers Ziel hinausgeschossen. Das Buch schlägt voll in diese Kerbe. Gleichberechtigung sieht für mich anders aus. Nein. Nein. Das Buch hat keinerlei feministische Züge. Überhaupt nicht. Also, nein, gar nicht. Und ich finde auch nicht, dass der Mann hier so als das absolute Arschloch dargestellt wird. Und sie als Opfer oder so. Überhaupt nicht. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich bin bei sowas ja wirklich super empfindlich. Mich kotzt sowas ja auch total an, wenn das so pseudo dahin getrimmt wird, ne? Auf diese Schiene. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also, da muss wohl irgendwas getriggert haben bei der guten Dame. Also, na. Eine würde ich noch nehmen zu diesem Buch, dann gehen wir mal zum nächsten. Langweilig und schlecht umgesetzt. Konnte ich nicht fertig lesen. Ein Buch voller Stereotypen. Das fand ich schon mal sehr negativ auffällig. Ja, das ist schon ein bisschen klischeehaft. Aber jetzt so doll, also da gibt's Schlimmeres. Das, ja. Die Idee ist ja ganz nett und klingt interessant, aber die Umsetzung sehr langatmig und unrealistisch. Es ist ein Buch. Also es ist ein humorvolles Buch. Natürlich ist es ein bisschen unrealistisch. Also man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen, ne? Also es ist halt schon so, es hat so leichte Chiclet-Elemente, aber also das ist halt, ja... Es ist halt wie so eine Rom-Com im Fernsehen. Die sind ja auch nicht immer ganz realistisch. Das ganze Problem in der Beziehung basiert darauf, dass die Protas anscheinend nicht miteinander geredet haben. Ja? Abgesehen davon ist das ganz schön lächerlich, wegen sowas sich scheiden zu lassen. Finde ich nicht. Das ist halt das Problem. Ich kann euch jetzt nicht sagen, warum. Aber, nee, finde ich nicht. Ich will hier nicht spoilern, falls sich das noch jemand antun will. Auch sehr nervig und schlecht geschrieben fand ich die Flashbacks. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr an Flashbacks erinnern. Ich weiß nur noch, dass das Buch immer so eingewebte Kapitel aus dem Buch, das die Jungs gerade lesen hatten. Und ja, das war ein bisschen kitschig geschrieben, aber es sollte ja halt auch so ein kitschiger Liebesroman sein. An Flashbacks, also Flashbacks sind ja halt Rückblenden, kann ich mich in dem Buch gar nicht erinnern. Keine Ahnung. Naja. Abschließend sagt die Person, hätte mal wirklich etwas Besonderes sein können, aber nein, leider nicht. Vielleicht mit zu hohen Erwartungen rangegangen. Also, kann ich nicht nachvollziehen. Verstehe ich nicht. Also, gut. Das nächste Buch, wo wir mal auf die Ein-Sterne-Rezension gucken, ist von Jen Bennett, Unter dem Zelt der Sterne. Jen Bennett ist eine meiner absoluten Lieblings-Jugendbuchautorinnen, denn sie erschafft einfach immer ganz besondere Settings und ganz besondere Charaktere. Die haben immer so ihre Eigenarten, die haben immer besondere Hobbys und sind halt Jugendliche so mitten aus dem Leben. Und ich finde die total cool. Hier geht's drum, dass Zori und Lennon früher mal miteinander befreundet waren und auch so ein bisschen was am Laufen hatten. Dann ist da aber was ganz Schlimmes passiert und jetzt sind die beiden sich spinnefeind. Und irgendwie passiert es, dass sie zusammen mit ein paar anderen Leuten auf einen Campingtrip gehen. Und dort werden die beiden in der Wildnis, die gehen halt in der Wildnis verloren und müssen sich dann halt da alleine durchschlagen. Und es ist so gut. Wenn ihr das noch nicht kennt, wenn ihr gerne mal ein Jugendbuch lest, so eine locker leichte, süße Liebesgeschichte, absolut empfehlenswert. Ich liebe dieses Buch.
Aber jetzt gucken wir mal, was andere Leute dazu sagen. Schreckliche Charaktere. What? Bei Jen Bennett. Unter dem Zelt der Sterne war ein Buch, auf das ich durch Instagram aufmerksam wurde. Vor allem wegen des wunderschönen Covers ist es mir total ins Auge gesprungen und ich habe mich richtig in das Cover verliebt. Gut, ja, weiß nicht. Es sieht schon ganz süß aus, aber ja, ich bin ja nicht so coveraffin. Ist schon ganz niedlich. Sieht besser aus als das Original. Aber naja, ist ganz süß, ja. Es verspricht eine tolle, aufregende Wandergeschichte und ich musste dabei sofort an Offline ist es nass, wenn es regnet von Jessi Kirby denken, was für mich 2019 ein absolutes Highlight gewesen ist. Ich habe Offline ist es nass, wenn es regnet noch nicht gelesen, aber es ist ja immer schon eine schlechte Voraussetzung, mit Erwartungen an ein Buch ranzugehen. Also klar hat man immer die Erwartung, dass es einem gefallen sollte, aber diesen Vergleich finde ich immer schon schwierig. Der Klapptext klang gut, weshalb ich mir direkt die Leseprobe geholt hatte. Irgendwas an dieser Probe hat mich angesprochen und so habe ich mir das Buch direkt gekauft. Boah, erzähl deine Lebensgeschichte, Mädel. Leider hat es sich letztendlich für mich als Fehlkauf herauskristallisiert. Ich wurde über das ganze Buch hinweg mit Protagonistin Zori absolut nicht warm. Sie war nervig, kindisch und naiv. Also sie ist halt 17 Jahre alt und ich finde, sie verhält sich auch wie ein Teenager, aber nervig und naiv kann ich so eigentlich wirklich nicht sagen. Klar verhält sie sich auf diesem Campingtrip ein bisschen unerfahren, aber das liegt halt auch dran, weil sie noch nie campen war. Also, sie hat halt nicht so wirklich Ahnung von der Materie, im Gegensatz zu Lennon. All die Eigenschaften, die ich bei Buchcharakteren absolut nicht leiden kann. Okay. Ich musste so oft mit den Augen rollen. Selbst Lennon, der männliche Protagonist, konnte mich nicht begeistern. Und das heißt bei mir echt was, weil ich es den Jungs echt nicht schwer mache. Die mag ich meistens direkt von Anfang an. Er hat mich zwar nicht genervt, doch der Funke ist einfach nicht übergesprungen. Tja, und die Nebencharaktere allesamt total dämlich und anstrengend. Also, das ist halt so verallgemeinernd jetzt auch, ne? Also, ich verstehe gar nicht, wie man halt alle so scheiße finden kann. Also, wenn man so einzelne Charaktere nicht mag, okay. Aber, also Lennon, ich fand den ultra süß. Der war lustig und ein bisschen grumpy und. Ach, ich fand den cool. Verstehe ich. Also das, wie man sich bei Jen Bennett über die Charaktere aufregen kann, verstehe ich absolut gar nicht. Also ich finde, die schafft so tolle Protagonisten. Selbst die Geschichte an sich hat mich genervt. Es war einfach alles so blauäugig und naiv und es gab einige Szenen, die mich richtig heftig aufgeregt haben. Die Charaktere haben sich einfach so extrem rücksichtslos verhalten, dass ich das Buch teilweise am liebsten gegen die Wand gepfeffert hätte. Also blauäugig und naiv. Ich habe ja eben schon gesagt, Zori war zum Beispiel noch nie campen. Und die fahren halt in so einen Nationalpark, glaube ich, ist das. Und da gibt es halt auch wilde Tiere und alles. Und ja, was das angeht, sie ist wirklich blauäugig und naiv. Und das sehe ich aber nicht als Schlechtes, weil dadurch gibt es überhaupt im Buch erst eine Entwicklung. Die Charaktere verhalten sich rücksichtslos. Am Anfang ja. Da gibt es so eine Gruppendynamik, wo die ganzen Teenager halt echt sich mies verhalten. Aber ich weiß nicht, es sind halt Teenager, ne? Also da habe ich jetzt andere Ansprüche als an Erwachsene. Weiß nicht. Tja, es hätte ein wirklich tolles Buch werden können, aber es ging meiner Meinung nach leider massiv in die Hose. Schade um die Zeit, die ich beim Lesen verschwendet habe. Ja, wenn du merkst, dass du es nicht magst, dann brichst du ab. Mein Gott. Einzig der Schreibstil war flüssig, weshalb ich dann doch relativ flott vorangekommen bin. Bewertung 1,5 Sterne. Ich weiß nicht, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Für mich ist Jane Bennett eine der wenigen, die einfach Charaktere erschaffen, die sich richtig echt anfühlen, wo man wirklich das Gefühl hat, so die Leute könnten so neben dir wohnen. Und also auch kein Wort hier irgendwie zum Setting. Dass das irgendwie cool wäre oder so. Also, ich glaube, die Person ist einfach mit so richtig falschen Erwartungen rangegangen. Ist auch die einzige Ein-Sterne-Rezension. Tja. Oh, jetzt habe ich gerade was getrunken und habe hier einen Fleck.
Naja, egal. Das nächste Buch, das ich mir ausgesucht habe, ist Kill Girl, tödliches Verlangen von A.R. Torrey. Hier geht es um Diana und sie schließt sich in ihrer Wohnung ein und lässt sich alles, was sie so zum Leben braucht, liefern und verdient ihren Lebensunterhalt als Camgirl. Denn sie wird von einer schrecklichen Mordlust geplagt. Sie möchte unbedingt töten und ja, das ist hier so ein erotischer Thriller. Steht auch extra drauf. Und mal gucken, was die Leute dazu sagen. Also mich hat das Ding von der ersten bis zur letzten Seite sowas von gecatcht. Es hatte einfach alles. Es hatte Spannung. Also Diana wird hier in so einen spannenden Fall verwickelt. Dann hatten wir halt Erotik durch ihren Job und ein bisschen Liebe. Und also ganz großes Kino für mich, dieses Buch. Ich habe das geliebt. Was sagen denn andere Personen? Leider gibt es auch hier wieder nur eine Rezension. Naja, schaffen wir halt ein paar mehr Bücher, ne? Viel Blabla für wenig Spannung. Also nach dem Klappentext zu urteilen, dachte ich, oh, das könnte was sein. Aber im Nachhinein, och nee, wann ein Schuss in den Ofen. Das Buch ist nicht, wie ich dachte, eine Mischung aus Erotik und Thriller, sondern der erste Teil dreht sich mehr oder weniger gelangweilt um Camgirls und Cybersex. Gähn. Mach doch mal einen Punkt, Mädchen. Oder ein Komma. Im zweiten Teil kommt dann etwas Spannung auf und man will es tatsächlich fertig lesen, aber dann auf den letzten 30 Seiten ist wieder nichts los, nur bla bla. Boah, es ist ein Satz. Es war jetzt alles ein Satz. Also erstmal, ich dachte, das wäre eine Mischung aus Erotik und Thriller, sondern der erste Teil dreht sich mehr oder weniger gelangweilt um Camgirls und Cybersex. Ja, also es ist eine Mischung aus Erotik und Thriller. Also wir haben hier Diana und natürlich müssen wir Diana erstmal kennenlernen und ihre Umstände. Und ja, sie verbringt halt viel Zeit mit ihrem Job, aber der Thriller-Teil, der dadurch entsteht, der kommt auch durch ihren Job. Also natürlich lernen wir erstmal viel um ihren Job kennen. Also verstehe ich nicht, vor allem wenn man keinen Bock auf diese Camgirl-Story hat, die wird ja explizit hinten drauf erwähnt. Verstehe ich gar nicht, warum man sich das überhaupt zulegt. Also auf den letzten 30 Seiten ist wieder nichts los, nur bla bla. Naja, nach dem spannenden Teil muss ja dann auch alles wieder so ein Ende finden. Also dass Epiloge und so existieren und dass die Geschichte halt dann wieder ruhiger wird. Also verstehe nicht, was die Person will. Also sorry, der Gedanke war gut, die Umsetzung grausig, das Buch ist mehr Zeitverschwendung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Also ich fand es wirklich gut und ich würde jetzt sagen, weil ich würde es verstehen, wenn die Person sagt, ja, mir war vielleicht der Erotikanteil zu hoch, aber zu sagen so, es war nur bla bla, also überhaupt nicht. Also es gab eine Story, einen roten Faden, es war alles dabei, was man braucht. Also ich krieg mich jetzt nicht über die Rechtschreibkünste dieser Person auf. So. Ich glaube, wir gucken einfach mal noch auf eine 2-Sterne-Rezension. Gähn. Das Buch ist eigentlich echt langweilig und viel zu lang. Fand ich nicht. Also für meinen Geschmack hätte es noch länger sein können. Den zweiten Teil lese ich ganz sicher nicht. Es wird so viel einfach nur beschrieben, weil sich nichts tut. Was? Es wird so viel einfach nur beschrieben, weil sich nichts tut. Hä? Also meint die Person damit, dass es unnötige Längen gibt. Empfinde ich nicht so. Also wir haben eigentlich immer was. Entweder haben wir immer Persönlichkeitsentwicklung oder halt Charakterentwicklung oder es passiert halt irgendwas, was, ja, keine Ahnung, was die Person sich gewünscht hat. Dass Diana so einen Drang zum Töten hat, finde ich sehr dubios. Es ist weder realistisch noch originell. Naja, originell. Ich meine, ist es jetzt originell, dass ein Dexter 9 Staffeln lang einer Serie gekriegt hat, obwohl er halt auch nur den Drang zum Töten verspürt? So, weiß nicht. Und realistisch? Puh, ja, doch. Also ich verrate jetzt, glaube ich, nicht so viel, wenn ich sage, dass es durch ein Trauma ausgelöst wird. Und es ist ja eigentlich immer so bei diesen ich bin ein Serienkiller-Formaten, also nehmen wir jetzt Dexter oder von Paul Cleef, die Christchurch-Reihe. Also die Leute haben eigentlich immer irgendwas erlebt, wodurch sie halt so eine Macke haben.
Und ich finde das durchaus realistisch. Also, sowas, Dinge passieren. Jeremy ist toll, genauso wie die Beziehung zwischen den beiden. Jeremy ist der Paketbote, der Diana immer ihre Päckchen bringt. Und da entwickelt sich so eine kleine süße Liebesromanze. Allerdings würde ich hier noch gar nicht von Beziehungen sprechen. Also, ja, ich mochte Jeremy auch. Also wenigstens etwas scheint die Person ja gut gefunden zu haben. Deswegen hat sie wahrscheinlich auch 2 Sterne gegeben. Also diese Bemerkung, dass das Buch langweilig wäre, kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Also ich bin ja die Erste, die schreit, wenn ein Buch Längen hat. Und das habe ich hier halt auch überhaupt nicht gesehen. Komisch. Also manche Leute finde ich einfach komisch. Nervt euch das auch so, wenn Leute so schlechte Rezensionen schreiben? Also nicht, wenn sie eine schlechte Rezension schreiben, die gut begründet ist, sondern wenn die so schlecht geschrieben sind, so gar keine Aussagekraft haben, wenn man eigentlich gar nichts aus dieser Rezension mitnehmen kann. Boah, ich krieg ja Plack, ne? Also, boah. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr da auch so allergisch drauf reagiert. So. Das nächste Buch, das ich mir jetzt hier ausgesucht habe, ist von Penelope Ward, Stepbrother Dearest. Oh, das fand ich so süß. Das war mein allererstes Buch von Penelope Ward und ich habe es verschlungen. Es geht hier um Greta und ihr Vater hat neu geheiratet und hat irgendwie, sie hat einen Stiefbruder. Also, das ist der Sohn von der neuen Frau von ihrem Vater. Und ja, der soll jetzt eine gewisse Weile zu denen ziehen und dann, die geraten so richtig aneinander. Also, die können sich auf den Tod nicht leiden, die beiden. Und da rappelt's so richtig im Karton. Allerdings verknallen die sich halt dann auch miteinander, aber dann muss Alec weg. Und Jahre später sehen die sich dann wieder. Und ja, natürlich sind die Gefühle von damals halt nicht weg. Allerdings hat sich in der Zwischenzeit halt einiges verändert. Ich habe das Buch so verschlungen. Ich war so angefixt von dieser Liebesgeschichte. Ich fand die so toll und lustig und ach, also das ist wirklich eine Romance-Empfehlung, die lest Stepbrother Dearest. Das ist so süß. So, jetzt fangen wir mal an. Jetzt fangen wir mal an mit den Rezensionen hier. Das ist eine Beleidigung. Bei manchen Büchern frage ich mich tatsächlich, wie diese ihren Weg zu einem Verlag finden. Och ja, da sind wir uns einig. Also da frage ich mich auch ganz oft, wie das Buch verlegt werden konnte, aber gut. Nach circa 10 Seiten musste ich mich richtig überzeugen, etwas weiterzulesen. Also wenn du nach 10 Seiten schon weißt, dass dich das Buch abfuckt, dann lass es doch. Also wirklich. Also wenn ich nach 10 Seiten und das Buch hat, Moment, würde man sagen so 300? Ja, 330. Das Buch hat 330 Seiten und du merkst nach 10 Seiten schon, dass es dich nervt. Also dann pack's halt weg. Also ganz ehrlich, da würde ich ja gar nicht weiterlesen. Der Plot ist schrecklich bis nicht vorhanden. Nein. Nein, nein, absolut nein. Ihr wisst, wenn es keinen roten Faden gibt, wenn man nur so eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten hat, bin ich die Erste, die schreit. Und dem ist hier einfach nicht so. Das ist einfach Bullshit. Entschuldige. Nee. Charaktere sind so gut wie gar nicht ausgearbeitet und das Ganze ist so albern, unlogisch und einfach nur schwach geschrieben, dass ich mir das nicht länger antun konnte und habe das Buch abgebrochen. Also schwach geschrieben? Nein. Also es ist halt ein ganz normaler New Adult Roman. Also da gibt es wesentlich schlechter geschriebenen Dinge. Also ganz ehrlich, wenn ich die Rezension lese, dann würde ich jetzt als erstes an so einen Self-Publisher-Roman denken, so wo halt irgendeiner mal gemeint hat, er könnte jetzt ein Buch schreiben. Es warten noch bessere Bücher auf mich, da bin ich mir sicher. Ja, für dich wahrscheinlich schon. Also für mich war das schon wirklich erste Sahne. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl gehabt, eine flüssige und durchdachte Geschichte zu lesen. Was erwartest du? Was soll die Frau anders machen? Es ist eine flüssige Geschichte. Boah. Die Dialoge und die SMS sind dermaßen schlecht gestaltet, dass nicht einmal Kopfschütteln genug wäre. Es fehlte einfach an Logik und Glaubhaftigkeit. Verstehe das Problem nicht. Also da ist nichts, was irgendwie unlogisch ist oder es ist nichts, was
nicht glaubhaft wäre. Also, da fällt mir jetzt nicht ein. Also, ich könnte es ja zugeben, wenn da irgendwas. Aber das ist. Ich verstehe. Nee. Ich konnte mich beim Lesen in keinster Weise in die Protagonisten hineinversetzen und auch konnte ich nicht die Gefühle, die sie hatten, nachvollziehen. Puh, gut, das ist wohl Ansichtssache. Also, ich war voll dabei. Ich habe mich so mitverliebt in Alec und fand das so toll und so süß, wie die sich miteinander, wie die sich zusammen so verhalten haben. Ich fand das zuckersüß. Das Buch ist scheinbar an einem Wochenende entstanden und es wurde alles aufgeschrieben, was gerade so in den Kopf kam, egal ob es nun Sinn machte oder nicht. Kann ich auch nicht. Also, es hatte halt eine durchgehende Story. Es hatte irgendwie Sinn. Es hatte Verstand. Ich verstehe nicht, was die Person will. Ich verstehe es nicht. Also, oftmals kann ich ja eine Sternerezension irgendwie noch nachvollziehen, aber ich verstehe nicht, was die Frau schreibt. Also, wenn sie halt wenigstens auf bestimmte Sachen eingehen würde. Aber. Eins der sehr, sehr, sehr schlechten Bücher, die ich die letzten Monate lesen musste und Gott sei Dank noch rechtzeitig abgebrochen, um die Zeit damit nicht zu verschwenden. Also meiner Meinung nach hätte sie halt schon nach 10 Seiten aufhören sollen zu lesen. Also vor allem eins der sehr, sehr, sehr schlechten Bücher, die sie die letzten Monate lesen musste. Sie wurde gezwungen mit vorgehaltener Waffe. Also, oh. Ich kann vom Kauf nur abraten, es sei denn, man steht auf geschmacklose und billige Geschichten, denen jede noch so vernünftige Handlung fehlt. Teenager, die von Sex so besessen sind, dass es einem einfach nur schlecht wird. Also, das finde ich schon mal kacke. Also, einfach so zu sagen, kauf dieses Buch nicht. Was bildet die Person sich ein? Also, das sowas mache ich ja auch nicht. Also, ich denke mir halt immer, man ist nicht das Maß aller Dinge. Und wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann erkläre ich euch, warum ich das Buch doof fand. Ich versuche aber auch im selben Atemzug immer zu nennen, wem das Buch gefallen könnte. Hier wird so ein bisschen so das Publikum mit über einen Kamm geschert. Also wenn ihr das lest, seid ihr doof, so ungefähr. Und Teenager, die von Sex besessen sind. Also mal ehrlich, vielleicht war sie nicht von Sex besessen in ihrer Pubertät, aber es gibt genug, die an nichts anderes denken. Und Greta und Alec, die finden sich halt anziehend. Und natürlich denken die dann an Sex. Tatsächlich kommt aber gar nicht so viel Sex in dem Buch vor. Einfach nur schrecklich und weit, weit davon entfernt, den Namen Buch zu tragen. Buch ist Papier, das gebunden ist und etwas erzählt. Ob es jetzt eine Sachhandlung ist oder eine Geschichte. Also, also, sowas macht mich schon sauer, ne? Also, wenn man so überheblich ist und dann meint so, man ist so das Maß aller Dinge und die eigene Meinung wäre Gold wert. Also, vor allem, weil die Person halt überhaupt nicht detailliert beschrieben hat, was ihr denn jetzt nicht gefallen hat. Also, naja, Hauptsache, was gesagt war. Hier ist noch eine. Die ist auch sehr kurz, also lesen wir die auch noch. Bevor ich dieses Buch weiterlese, gebe ich mir lieber die Kugel. Die Hauptfigur Greta ging mir sowas von auf die Nerven, dass ich sie am liebsten geschlagen hätte. Mal ehrlich, so bescheuert ist kein Teenie. Hast du eine Ahnung, wie dumm Teenager sein können? Also wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke, ich war sehr dumm und ich hatte auch sehr dumme Freunde und wir haben sehr dumme Dinge getan und genau dafür ist die Jugend auch da. Also ganz ehrlich, wenn man dumme Dinge tun darf, dann ja wohl, wenn man Jugendlicher ist. Also das ist halt auch überhaupt gar keine Rezension hier. Also es ist einfach nur, ich wollte mal die Fresse aufreißen und ein bisschen Scheiße von mir geben, um mitzuteilen, dass mir das nicht gefallen hat. Also ich finde das echt unter aller Sau. Also man kann das auch alles, ich verstehe halt nicht, das hier kann man halt auch sein lassen. Das ist so eine Einsatzrezension. So, dann lass es doch. Wenn du nichts zu sagen hast, lass es doch einfach. Also, du kannst ja auch einfach nur einen Stern geben. Das ist ja schon unverschämt. Also, boah. Ja, das Video ist jetzt schon relativ lang geworden. Ich hatte eigentlich noch mehr ein paar Bücher rausgelegt, aber ich würde tatsächlich sagen, die würde ich gegebenenfalls in einem zweiten Teil behandeln. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall, ob euch das Spaß gemacht hat, ob ich das nochmal machen soll. Ihr könnt, wenn ihr zu schreibfaul seid, auch einfach einen Daumen hoch geben, dann sehe ich das ja auch.
Und ja, mehr habe ich dann heute auch gar nicht zu erzählen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich gehe mir jetzt erstmal eine Flasche Baldrian reinpfeifen, denn jetzt muss ich mich erstmal wieder beruhigen. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!